Willkommen zu unserem Poolkeksen oder Poolplätzchen. Wir benötigen 275 Gramm Mehl, 20 Gramm Kakao, Backkakao, 80 Gramm Puderzucker, 190 Gramm Udebutter, also keine Margarine verwenden, 1 Teelöffel Zimt, das sind 4 Gramm, und 1 Teelöffel Vanillezucker. Das Ganze verrühren wir und verkneten es dann mit der Hand ordentlich durch, holen es raus auf unsere Backmatte. Und ich habe hier 4 Teile gemacht und forme das schön. Dann schneide ich es in ca. 1 cm Stücken zu. Wir nehmen einen, Kucherlöffel, also einen Kochlöffel dazu und stechen dann die Mulde da oder drücken die Mulde rein. Das sind jetzt die einfache Variante. Ich selbst drehe die zur Kugel und macht dann die Mulde, dann schauen sie optisch schöner aus. Zum Vergleich habe ich euch das gezeigt. Wenn sie gebacken sind, auf Ober- und Unterhitze 160 Grad, ca. 13 bis 15 Minuten, werden sie anschließend in Vanillezucker gewendet, also nur der Rand davon. Des Weiteren habe ich hier 100 Gramm Kuvertüre, weiße Kuvertüre, und habe hier ein bisschen Lebensmittelfarbe hinzugefügt und schmelzt es jetzt im Wasserbad. Ich benötige auch noch eine Pinzette, die habe ich hier desinfiziert, weil sie schon in Gebrauch war. Gebe hier meine Kuvertüre in einen Einmalspritzbeutel aus Kunststoff und schneide vorne ein kleines Stück ab. Fülle hier meine fertigen Kekse damit und setze dann die kleine Figur hinein und einen Stern. Weil mir das immer wegrutscht und ich einfach zu dicke Finger habe, wie auch immer, mache ich das mit der Pinzette, dann sitzt es auch da, wo ich das will. Ihr könnt natürlich auch die Finger dafür nehmen. Und schon sind sie fertig, unsere Poolkekse. Viel Spaß beim Nachbacken! Eure Mimi und Wessi, bis bald. Tschüss.